Funktionen. Wir haben ja bereits im Hamstermodell die boolschen Funktionen kennengelernt. Jetzt werden wir das verallgemeinern. Definition einer Funktion ist, eine Funktion ist ein Teil eines Programms, das durch die Ausführung von Anweisungen einen Wert berechnet. Prozeduren tun etwas und Funktionen berechnen und liefern einen Wert. Wir kennen Funktionen aus der Mathematik. Da haben wir irgendwie sowas wie f, bildet Werte aus einem Definitionsbereich ab auf einen Wertebereich. Man hat eine Funktionsvorschrift. Das ist im Prinzip der Funktionsname. Der Definitionsbereich ist das, was wir letztendlich hinterher als Parameter kennenlernen werden. Und der Funktionstyp ist das, was letztendlich die Funktion liefert. Drei Aspekte sind wichtig bezüglich Funktionen. Das ist die Wertberechnung und die Rückgabe des Wertes, dann die Funktionsdefinition und der Funktionsaufruf. Und das werden wir uns jetzt im